Ja, von hier kann der da singen, oder? Hier wird nur verflucht, das ist scheiße. Ah, da ist er. Ist das nicht die, die vorhin da gefangen war? Na, ja, reden wir mal mit der. Die hat gar keine Beine. We knew you were coming. And stop singing. Ja, aber haben sie auch erst sehr spät aufgehört mit singen, ne? Also. We are Milfinito. We are here to sing to those bound by death and dark. We will sing here forever, as we always have, from long, long ago. We know nothing of the world outside. And why should we? For we will never leave. Do you seek King Vendrick? But what is a king, after all? We know nothing of the world outside. For we will never leave here. Ja, das haben wir, glaube ich, langsam begriffen, dass sie den Ort nicht verlassen werden. When we sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Is there anything wrong? Perhaps this will help. Kladderseitiger Stein. Ach ja, das müssen wir auch mal noch machen. Das hatte die auch jetzt mehrmals in Kommentare geschrieben. This is all that we can do. Dass ich mal, erstens hat einer geschrieben, ich soll mal mit so einer, mit der alten Frau reden, wo man auch respecken kann, weil die gibt uns anscheinend ein paar Menschlichkeitsdinger, Gefäße, mittlerweile, wahrscheinlich. Und dann müssen wir mal die Dinge austauschen hier, bei den Nestern. Das machen wir dann auch bald mal noch. When we sing, the little ones grant comfort. This is what. Okay, ist ne. Cool, danke. Machen wir die Tür auch mal noch auf. Ah, hier ist ja nichts mehr. Aber war nicht genau so jemand auch hinter diesem menschlichen Schloss? Ich glaube, oder leuchtet's. Oder auch nicht. Nee, ich werde jetzt hier nicht verflucht. Ganz angenehm, hört er gerne zu. Huch. Alter, wo kommt der denn her? Alter! Scheiße. Heilen erstmal. Nervsack, Alter. Jetzt reicht's aber. Also. Alter, schon wieder Lebensstein. Schon wieder einer. Guck mal, wie wir nicht Ausdauer hier verlieren. Das ist übelst angenehm. Oh, ich Trottel. Können wir zwei haben, hau einfach drauf. So, nochmal. Hey, der lebt noch. Schwer sind sie nicht. Muss ich halt nochmal ein bisschen konzentrieren. So, Erztragensteigkolben, okay. Und ganz viel Zeug. Ich mal wieder ein paar Seelen. Wunderbar. So, hier ist nichts mehr außer diese komischen Kackviecher. Die Frage ist halt, ob wir hier irgendwie übers Wasser kommen. Aber ich gehe erstmal hier weiter lang. Das kann man dann immer noch ausprobieren. Gehen wir erstmal in diese Höhle hier rein. Oh, das vergiftet mich doch bestimmt, oder? Denn das ist ein Nebel. Ah, jetzt ist weg. Den Pilz kann man jetzt einfach mal in Ruhe lassen. Okay.
hier noch irgendwas war, aber eigentlich nicht. Ne? Na, dann haben wir ihn doch gekillt. Ah, guckt, hier geht's noch lang. Aber was ihr übelst reinhauen könnt, ne? Probier's mal eben. Ah ne, scheiße, war dumm. Na. Mann, Heiltrank, wir haben genug davon. Zwei Hand. So. Naja, irgendwann wird er mal wieder ein Vieh sein. Also, lieber probieren. Das sieht er nicht. Aber wir brauchen Drachenknochen. Die kommen wir irgendwann wieder durch, bestimmt, oder? Kann ich mir vorstellen. So gut, gehen wir weiter. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Das einzige Blöde an dem Schild ist jetzt, dass wir das nicht zusammen mit dem Flammenschwert benutzen können. Also an sich schon, aber da machen wir eine Fettroll. Das hasse ich. Ich hasse Fettroll. Oh. Kann ich hier rüber? Kann ich. Hammer. Wo sind die anderen? Hier ist noch so ein Vieh. Hammer auch. Ausdauer erstmal. Amanda-Stab. Ach da. Naja, das war ein bisschen oben. Zu weit. Schießen wir mal. So, jetzt sind wir. Was schön hier. Schöne Blumen. Auf jeden Fall scheinen wir noch auf dem richtigen Weg zu sein, wenn wir König Ventrix suchen, weil sonst hätte ich uns ja nicht drauf angesprochen. Feuer. Okay. Ich werde es aber, ich habe mich nicht hinsetzen, weil sonst sind die ganzen Gegner wieder da. Noch. Aufpassen. Hier geht's schon wieder runter. Okay, dann gehen wir mal wieder auf den Weg. So, wir können jetzt hier hoch irgendwie, wie es aussieht. Machen wir es einfach mal. Nee, kann man nicht. Kann ich hier auch blocken? Schlag mal. Ja. Komme ich hier irgendwie hoch? Von hier vielleicht? Nein. Ich glaube, es würde mir gar nichts bringen, wenn ich da hochkomme. Oh, es geht. Cool. So, nu? Das ist ziemlich sinnlos. So, dann gehen wir mal. Komme ich hier rüber? Oder ist hier wieder, geht das hier wieder weg? Wie kann ich noch lang gehen? Ja, auch, okay. Man sieht halt, es ist wirklich ziemlich schwer durch das Wasser hier. Feuersamen. Cool. Aufpassen. Ah, seht ihr, hier geht's schon wieder runter. Was ist das denn hier? Kriege ich auch nicht auf. Bin ich jetzt wieder zurückgel... Wow! Nilpferd! Alter! Nein, nicht runterfallen. Heiltrank, schnell. Scheiße! Oh, ich bin übelst langsam mit dem Wasser hier. Das ist scheiße, da will ich nicht kämpfen. Oh, nein. Wo ist denn das Nilpferd jetzt? Da hinten.
Das war jetzt eine Überraschung gewesen. Ah, hier ist gut. So, da ist einer. Ach. Die haben eine übelste Reichweite. Ah, wow, die droppen glitzerndes Titanit, Leute. Krass. Das ist gut zu wissen. Ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt hinrennen darf. Und ob da hier nicht irgendwie wieder ein Absprung ist. Sieht ja gut aus. Ah, das Nilpferd ist schon wieder unterwegs, glaube ich. Schnell. Oh, wow, 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 wie kann man denn da noch vorbeihauen? Heiltrank. So, hau den erstmal weg. So, da kommt das Nilpferdchen. Okay, wir probieren erstmal das Nilpferd, Leute. Hat sich ein bisschen was getan, seitdem wir jetzt mal auf so ein Vieh getroffen sind. Oh, die halten... Ah, stimmt, da war ja was. Ich probiere mal was aus. Oh, der macht das immer wieder. Geh weg hier erstmal. Heiltrank. So. Also ich darf nicht hinter das Vieh. Ich will mal wissen, was es an Seelenpunkten bringt. So, zwei Hand und jetzt Achtung. Bam. Und jetzt komm, hier. Komm, komm, die coole Attacke. Bam. So. Ich wollte ihn hier mal richtig rein. 2600 irgendwas. Hat da nichts getroppt, hä? Aber cool, wir haben Nilpferd gekillt. Kann mich noch erinnern, wo wir die das erste Mal getroffen haben. Das war in der ersten Folge gewesen. Also nicht getroffen, ich bin vorbeigelaufen. So, na gut, dann gehen wir mal hier rein. Bestimmt wieder tausend Sachen hier verpeilt und vorbeigelaufen und so, aber wir haben das mir dann. Okay. Ah, cool, hier ist auch was. Jo, nehmen wir mit. Sieht exakt genauso aus wie das Haus, wo die drinnen saßen, nur halt über unter Wasser. Achtung, Backstep. War halt nicht. Scheiße, jetzt muss ich aufpassen. Okay, erstmal hier rein. Heiltrank. Also die Castes sind ganz schön nervig. Kann ich hier lang? Alter. Und wie es mich ja trotzdem nochmal trifft. Den erstmal irgendwie weg. Ich glaube, da kommt schon wieder so ein Typ, ne? Es kriegt die nie gebacksteppt. Hör mal zu. Oh, da ist noch einer. Scheiße, ey. So, Hammer. Heiltrank. Oh nein, da kommt das. Okay, es dürfte aber reichen, um voll zu sein wieder. Ja, die sind eklig. Schnell. So, dann lass mal den hier. Ganz schön eklig hier und da vorne ist auch noch einer. Ist das nicht auch ein Caster? Ja, ist einer. Macht aber irgendwie nichts. So, und hier ist ein großer Nebel. Da vorne ist ein Leuchtfeuer, oder? Habe ich das schon aktiviert? Weiß es gerade nicht. Köderschädel. Dreimal. Also wenn jetzt hier ein Boss kommt, könnte es eklig werden, weil ich habe nicht mehr so viel Heiltränke.
Und meine Waffe ist auch fast kaputt. Das ist doch kein Leuchtfeuer. Nee, das ist keins. Dann die ganze Zeit passe ich auf, ne? Aber dann ist auch hier mittendrin so ein Kackloch. Okay, ich werde es so machen, ich werde schnell die Seelen aufheben, dann rennen wir schnell durch den Nebel, weil ich gehe mal davon aus, dass da ein Boss ist. Wenn da keiner ist, dann sterbe ich halt nochmal, aber egal. Jetzt nochmal die alle zu killen, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Lust, muss ich sagen. Die bringen jetzt auch kaum Seelenpunkte. So ein bisschen doof. Ich muss eigentlich dringend das Bindens nehmen. Aber wisst ihr was, ich nehme Männlichkeit, was soll's. Ich muss erstmal jetzt gucken, wo ich hin muss. Will ich jetzt wirklich durchrennen? Ich glaube schon. Ich will jetzt nicht hier runterfallen. Viecher. So, erstmal hier drauf. So, wir müssen auf jeden Fall die Richtung erstmal. Ich meine, die kommen uns jetzt auch nicht die ganze Zeit hinterher, das passt schon. Guck mal, da hinten sind schon unsere Seelen. So, jetzt muss ich aber aufpassen trotzdem, wo ich hinrenne. Darf ich hier lang? Ja, darf ich. Ah. So, hier ist das Loch. Guck mal. Bin ich vorhin runtergefallen. So. Wir müssen jetzt so den Nebel da. Hier ist auch ein Loch. Drecksviecher. Oh nein. Ja, okay, das war dumm. Aber ich kann einfach über diesen scheiß Weg laufen und dann komme ich doch hier bestimmt irgendwie durch. Also wir können euch erzählen, dass ich jetzt jedes Mal die Typen alle killen muss, bevor ich durch den Nebel komme. Außer es ist kein Nebel, wo ein Boss ist. Aber normal kann man ja immer durchrennen, da. So, ich, nee, cutte sich jetzt nicht, weil das ist eigentlich eine interessante Stelle, so. Die Frage ist, muss ich jetzt hier echt alle töten erst? Ja, ich mach's jetzt einfach, ich mach's wirklich schnell. Ich mach das wirklich jetzt schnell, mit Konzentration und so, das kriegt man jetzt hin. So, da kommt der erste, Zweihand. Quatsch, haben wir. So. So, dann müssen wir hier lang. Die erstmal schnell killen. Quatsch. Quatsch. Einmal ausweichen. Und da ist so ein großer. Die können aber. Ne, die können wir ja ignorieren. Die kommen ja nicht hinterher, glaube ich. Oder ich weiß es nicht. So, einmal draufhauen, ist ja auch down. So. Oh. Das war nix. Viecher. So, dann müssen wir in die Richtung. Ich glaube, hier können wir einfach durchrennen, ohne dass irgendwas ist auf dem Boden. Also Löcher oder so. Erst da vorne muss man aufpassen, weil da haben sie einfach mal ein paar Löcher reingesetzt. Die Assis. So, guck mal, da haben wir das schon fast wieder. Da vorne ist schon wieder unser Dings. So, hier kommen jetzt aber nochmal ein paar Gegner. Hier ist einer. Kann ich auch lang. Sieht uns nicht mal. Gucken wir. Weil wenn die Glitzer-Titanit droppen, dann sollte man die auch killen. Schieß mal weiter vorbei. So. Vielleicht bald auf einmal. Ne, das Nilpferd will ich jetzt eigentlich nicht machen. Und ich laufe auch falsch, oder? Kann ich außen lang? Naja, sieht gut aus. Naja. Lass mal den killen hier. So, wir haben ja die Säulen. Wir können die Säulen nutzen. Okay, ich lauf mal los. Ah! Ich kann mir nicht hoch. Ganz schön assi, das Gebiet hier. So, schnell killen.
Ja, hier wird man hin und wieder mal getroffen, das lässt sich gar nicht vermeiden. Nee, den nicht. Ignoriert den mal bitte. Drauf. Mal auch. So, Heiltrank. Weit ist es nicht mehr. Das Vieh, okay, das kommt nicht hinterher, dann passt das. Wow. Ist kein Loch, ne? Wurde wieder getroffen. Erstmal Seelen aufheben. Jetzt wären es ein bisschen viele gerade. Scheiße. Komm, wir rennen jetzt einfach mal durch und gucken, was da ist. Was soll's. Go, go, go. Kein Boss. Okay, super. Rennen. Flammschneise wäre jetzt ganz geil. Das ist ein Leuchtfeuer. Aber das wäre irgendwie lame. Kann ich das aktivieren? Okay, wir haben es entzündet. Wunderbar. Und jetzt heißt es Kambeln. Was machen die denn? Die machen ganz komische Sachen. Ausdauer erstmal. Wir haben es entzündet, Leute. Das war erstmal das Wichtigste. Das ist ein großer Pilz. So, ich muss jetzt aber auch langsam mal was killen. Mal auch. Mal auch. Sehr gut immer, dass die One-Hits sind. Was haben die denn? Lebenssteine. Okay. So, als Leuchtfeuer sollte ich nicht nochmal bedienen. Das wäre eigentlich ziemlich blöd. Das ist ein großer Pilz. Kriegt den Trick nicht markiert. Okay, alles klar. Ja, wozu haben wir es denn? Wir müssen sie auch mal benutzen hier. Machen wir weiter. Halt, wie. Nee, es ging. Na nee, dann sind die alle wieder da. Alter, das geht hier ja genauso weiter. Das geht hier wirklich genauso weiter. Wir singen es schon wieder. Egal, wir müssen. Nee, wir können trotzdem weiterlaufen an sich. Was soll's, wir haben noch 9 Heiltränke, das passt schon. Okay, wir killen jetzt erstmal den Magier. Die beiden. Alles zu seiner Zeit. Das ist so fies mit dem Wasser hier. So. Oh, echt jetzt? Oh, ist das gemein. Ist das gemein vom Timing. Okay, wir müssen erstmal zurück hier. Arschloch, ey. Dann komm mal her. Ist das ein Caster? Oh! Okay. Dann komm mal ein bisschen mehr her hier. Kommst du? Ja, selten Caster. Natürlich geht er auf Ranger. Der kann nämlich mal herkommen hier. So, jetzt gehen wir mal drauf hier. Reicht jetzt. Backstep. Geht leider nicht. Da hält gut was aus. So, einmal müssen wir noch treffen. Okay, ist down. 2400. Ach. So weiter. Dum, 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 dum. So, jetzt lass mal die Magier killen. Also das Gebiet ist schon auf eine gewisse Art und Weise eklig, gerade wegen dem Wasser. Halt immer mal getroffen. Scheiße. Ich würde auch gerne mal die Sachen aufheben, aber schon wieder so ein Vieh. Hier falle ich runter, wenn ich nicht aufpasse. So, hier haben wir auch. Alter, sind wir ein Heiltrank? Ey, es sind noch ganz viele von denen. Hier ist einer.
kann ich es lernen. Roteisen Zwillingsklinge. Okay. Es gibt hier Gewürz. Also hier mit Fat Roll wäre super assi auf dem Gebiet. Muss man ehrlich sagen. Drachen. Wie viel waren das jetzt? Aber es dürfte reichen, um das Schwert noch eine Stufe höher zu machen. Und wir machen das Schild höher. Aber ich glaube, ich werde das Schwert dann erstmal höher machen. Ich glaube, es gefällt mir besser. So, da hinten leuchtet es auch noch. Wie auch immer ich da hinkomme. Das war knapp. Was haben die noch mit Absicht so gemacht? Da hinten leuchtet. Das ist wie so ein Glühwürmchen, was einfach dem Licht folgt und dann verbrennt oder so. Ich weiß es nicht. Genauso bin ich auch. So, hier geht's lang. Halt. Okay, hier kommen wir lang. Grüne Blüte. Aber weiter geht's. Es geht weiter. Die Frage ist, ob ich da hochkomme. Okay. Ist das denn so gedacht, dass ich jetzt hier rüberkomme? Aber wenn ich jetzt hier sterbe... Nee, das sieht hier eher so aus, als ob ich von der anderen Seite rüber müsste. Ich kann's probieren. Oh, wisst ihr, was jetzt gemein ist? Ich glaube, meine Seelen liegen jetzt am Arsch der Welt. Glaube ich. Ah, hier war ich zu neugierig. Ich dachte, okay, vielleicht kommst du da irgendwie rüber. Aber ich glaube, man muss da irgendwie von der anderen Seite kommen. Aber ne, so ist das halt. Wenn man was rausfinden will. Gut, Leute, ich würde an dieser Stelle auch erstmal Schluss machen. Die Session geht schon wieder fast 3 Stunden. Würde gerne noch weitermachen, aber ich muss dann erstmal was essen. So, wir sind jetzt hier wieder. Dann werde ich jetzt noch nicht angegriffen. Ich werde noch nicht angegriffen. Alles klar, dann machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Nächste Folge versuchen wir die Seen wieder zu bekommen. Und dann wird es auch nicht mehr so lange dauern, bis wir bei dem nächsten Boss ankommen, schätze ich mal. Und wahrscheinlich kommt dann noch bald wieder ein Hauptboss. Denke ich zumindest. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge auch wiedersehen. Bis dahin, tschö!